wünsche euch einen recht guten Morgen. Meine Hunderunde habe ich schon längst erledigt. Ich bin um 6 Uhr schon aufgestanden. Um 7 Uhr. Ja, ungefähr 7 Uhr war ich mit Kira unten. Haben wir es da so eine halbe Stunde rumgetrieben. Es ist alles schön dunkel, ist ruhig. Es ist noch nicht viel Betrieb auf der Straße. Kein Pullerweg, ist alles noch schön ruhig, alle da. So, naja, und dann habe ich schnell mir ein Stuhlchen gemacht. Inzwischen. Und jetzt trinke ich noch etwas Warmes, braucht der Mensch. Ich habe mir eine Gemüsebrühe gemacht. Ist gut, wärmt schön durch. Ja, dann werden wir mal sehen. Ich glaube, frisch ist das geworden. Ganz schön so, ja. Heute Morgen dachte ich, oh, zieh mir noch ein Pullover drüber. Über, leg meine T-Shirt an, meine Jacke. Und dazwischen und darunter habe ich dann unter der Jacke habe ich dann nochmal ein Pullover gezogen. Und dachte ich, ist dann ganz schön frisch. Ich war heute Morgen, war mit dem Finger draußen und dachte ich, oh, ist ganz schön kalt. Da kannst du nicht. Da musst du mal von überziehen und kriegst du einen Schnupfen. Und Schnupfen wollen wir ja nicht haben, weil es Schnuppen. Ja, windig ist es. Ich glaube, das wird heute nicht mit Rasen mähen. Und das sieht doch schon wieder trüber aus, als wenn in dem Moment wieder anfängt zu regnen. Der Rasen muss ja noch ein bisschen abtrocknen. Ich wollte den letzten Schnitt machen. Ach, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Ich habe da mal ein Bild gemacht von den ganzen Pilzen, die wir da unten in der Ecke haben. Ist bei uns auf dem Hof, ja. Das Stück Rasen da, wo. Da ist alles voller Pilze. Das war noch nie so doll. War mal schön 2, 3, 4 Pilze waren das mal. Aber mehr waren denn nicht. Ja, dann mal sehen. Wie gesagt, trinke ich erstmal eine Brühe. Und da werde ich ein bisschen die Rechner töten. Ein bisschen quälen am Rechner. Werde ich mich rumquälen. Oder mal sehen, was der Tag mal so bringt. Weil das nun, weil man jetzt merkt, das wird Herbst, der Winter kommt langsam ran, habe ich die Woche, nee, vorige Woche, habe ich schon für Susi die ersten Geschenke gekauft. Ich wollte euch ja sagen, was das ist. Aber das kann ich nicht machen. Susi, wie ist ja denn, was ich gekauft habe? Die schneidet ja das Programm zusammen. Also, müssen wir schweigen. Aber ich habe schon 2 Sachen habe ich schon geholt. Da wird sie sich bestimmt freuen. Wenn nicht, dann habe ich ein Fettnäpfchen getreten. Aber ich glaube, das wird dir gefallen. Ich werde mal schnell Kaffee machen. So, inzwischen war der Kaffee durch Luft, weg schnell zu stecken. So, den Tisch haben wir gedeckt. Kaffee ist gleich durchgelaufen. Ja, wird bestimmt zu dunkel sein, wa? Hab ich vergessen, Licht anzumachen. Dafür ist der Teller. Wie gesagt, direkt
und jetzt warten, ob der Kaffee durchgelaufen ist. Und dann werden wir langsam frühstücken. Hallo. Ich begrüße euch. Von dem hört man auch nichts mehr, ne? Ich begrüße euch. Ja, Paul Panzer. Ach so, ja. Hallo. Ja, ich habe leer gemacht. Einmal am Pullen. Ich liebe das Zeug. Schnaps. Nee. Morgens nehme ich immer zu meiner Doppelten Routine halt die Hyaluronen oder Ampullen halt. Ich liebe Ampullen. Ja. Genau. Ja, der Uwe hat schon wieder so schön den Tisch gedeckt. Und da freut mich, dass wir gleich was futtern. Ja. Danke, mein Liebling. Gern geschehen. Ja. Sonst zeig euch noch, wo die Kira kommt. Nur für dich gerne. Oh. Dankeschön. Bitteschön. Unser Fellkind kommt. Da ist sie. Wolfsund. Hallo. Ja, mein Streckerchen. Ja. Guck mal, was wir haben. Guck mal hier. Komm her. Hier. Komm her. Nee, ist ja viel schöner, wenn vier Frauchen anzugucken. Ja, das wird. Dann guckt dein Frauchen rein. Ja, aber wir werden jetzt ohne euch essen. Ja. Na komm. Nee, komm, wir gehen hier schnecken. Komm mit deiner Pfeife. Fressraupe, das hat die von mir, glaube ich. Ist ein bisschen dunkel hier drin, aber ich glaube, das geht noch. Und der Fernseher läuft auch noch. Oh. Aber eigentlich wollte ich euch ja nicht aufnehmen. Kira, ich wollte euch nur sagen oder zeigen, was die Kira immer macht, wenn Herrchen vorbeiläuft. Herrchen hat da schon wieder Kuschelsocken zu liegen. Das heißt, es wird kalt. Ja. Ein bisschen Zeit vergangen und es wird Zeit für Mittag. Ja, bei uns gibt es heute, also ich esse den Sahnefilet im Hering. Uwe mag den nicht. Und der wird sich da ein Ei oder was auf die Kartoffeln machen. Und ich werde jetzt Kartoffeln schälen. Deshalb bin ich in der Küche. Eigentlich brauche ich gar nicht. Aber ihr müsst ja auch was sehen, ne? Kartoffeln. Erstmal die Schale für den Müll. Und die Kartoffelkiste. Das ist ein bisschen dunkel, oder? Na, es geht. So. Und jetzt wird geschnippelt, geschält. So. Ich kann nur mit Kartoffelschäler schälen. Meine Oma hat immer gesagt, wenn man mit Kartoffelschäler schält, hat wenig Liebe zu vergeben. Aber meine liebe Omi, da muss ich widersprechen. ich habe einfach mehr Kartoffel übrig, wenn ich mit dem Schäler schäle. Und mit meiner Liebe, die ich zu vergeben habe, hat das irgendwie nichts zu tun. Aber meine Oma hat mir das immer gesagt. Und ja. Da muss ich immer lachen. Und ich muss auch immer dran denken, wenn ich Kartoffeln schäle, wenn ich meinen Kartoffelschäler raushole. Was sie da immer zu gesagt hat. Ja, mal sehen.
Sonst ist heute eigentlich ja nichts mehr geplant. Ich muss mir unbedingt noch die Haare ein bisschen waschen. Und ansonsten haben wir eigentlich alles erledigt. Den Ufer habe ich jetzt nochmal einkaufen geschickt. Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch. Und in der Zeit schäle ich halt die Kartoffeln und setze sie schon mal auf. Und wenn er dann nach Hause kommt, können wir gleich essen. Eigentlich wollte er heute noch Rasen mähen. Ich weiß nicht, ob er euch das schon erzählt hat. Das war so in seinem... Naja, in den letzten Tagen ist das so sein... Steht auf seiner To-Do-Liste und irgendwie entweder regnet es oder irgendwas anderes kommt dazwischen. Oder die Lust fehlt dann auf einmal. Das schiebt er schon ein bisschen vor sich her. Aber je länger das Gras wird, umso schlimmer ist es nachher, wenn es... Schlimm, ne? Es gibt Schlimmeres. Aber umso schlimmer ist es nachher, wenn es umkippt, ne? Und dann fängt es an zu faulen und das ist auch nicht so schön. Ja. Deshalb. Wie macht ihr denn euren Sahneheringfilet? Könnt ihr mir das mal reinschreiben, ob ihr den noch verfeinert? Ich möchte mir da jetzt noch ein bisschen einen Apfel reinmachen und schäle mir da noch eine Zwiebel zu, damit es einfach... leckerer ist, nicht? Genau. Und ich esse davon 2 Tage. Ich muss das ja alleine wegfuttern. So. Letzte Kartoffel ist in der Mache. Ich mache für jeden 3. Früher waren das immer 5 oder 6 für jeden. Auch das hat sich jetzt schon ein bisschen gewandelt. Ne? So, hier sind die Kartoffeln. Das muss reichen. Die eine große Halbweg. Genau, das hätten wir schon mal. So, jetzt kommt noch Salz in die Kartoffeln. Ja, und dann kann das schon losgehen. Ich habe keine Ahnung, ob ihr es gesehen habt. Kochblume. Nehmen wir die rote. Da ist er drauf, genau. So, jetzt noch die Spülmaschine ausräumen, dass der andere Mist in die Spülmaschine rein kann. Zwiebel muss ich ja auch noch machen. Das ist so ein bisschen gegen das Licht, ne? Das ist immer doof hier in der Küche. Wie gesagt, heute gibt es Sahnehering. Den Apfel wollte ich gerade holen, aber den hat der Uwe heute gefrühstückt. Der ist also weg. Also mache ich jetzt nur noch ein paar Zwiebeln rein. Es reicht ja auch. Ich finde, der schmeckt von Hause aus ja schon ziemlich gut. Das
Sieht ihr mich überhaupt? Ich habe hier immer so ein Lichtproblem in der Küche oder überhaupt in der ganzen Wohnung, dass ich irgendwie immer gegen das Licht habe. Also das ist hier, entweder stelle ich mich selten dämlich an oder das ist hier alles so blöde geschnitten. Kann ja sein, ne? Beides kann sein. Ich stehe gerade auf dem Topf auf der Kochblume. Und ich hoffe, ihr fällt da nicht runter. So. Ich mache jetzt keine Ringe rein, sondern nur so Hälften. Und die andere Hälfte der Zwiebel lasse ich Uwe. Ihr seht gar nichts. Warum sagt ihr denn nichts? Hm? Ja, die andere Hälfte lasse ich dann Uwe für sein Rührei oder Bratei oder keine Ahnung, was er da reinmachen will. Genau. Das ist heute so richtig so ein lazy Tag so. Hat, glaube ich, jeder von uns schon gehabt. So ein Ach, mache ich morgen Tag, wisst ihr so. So kommt mir das gerade alles vor. Also mehr Zwiebeln möchte ich da ehrlich gesagt auch nicht haben. Mal sehen, ob Uwe möchte. Und dann warte, guck mal. Ich habe es noch nicht umgerührt, aber das ist es jetzt. Vielleicht sollte ich mir das mal in einem größeren Topf tun. Oder in eine größere Schüssel. Apfelmus, ob der da drin schmeckt, aber kannst du mir nicht vorstellen. Geht ja eher um das Knackige, ne, was man so möchte. So. Genau. Dann haben wir das alles schön vermengt. So sieht es jetzt aus. Und fertig ist die Kiste. Und ich nehme euch jetzt hier von der Kochblume und mache die Kartoffeln an. Unser Ofen ist auch kaputt. Keine Ahnung. Ob wir das schon erzählt haben, auf jeden Fall geht der innere Ring der großen Kochplatte nicht mehr. Ach, Uwe kommt. Also könnt ihr sehen? Ja, glaube ja. Der Anhänger ist da. Da ist er. Genau. Ja, und die Meisen sind hier auch fröhlich und emsig am Häuschen. So sieht's mal aus. Und das läuft alles. Das geht alles seinen Gang. Fertig. Da kommt er. Mit zwei vollen Taschen. Ich glaube, ich mach's Licht wieder an. Kira, Herrchen kommt. Ja, Herrchen kommt. Mal sehen, was der Schöne, was der Schöne mitgebracht hat, ne? Auf jeden Fall Brot, das sollte er holen. Der Uwe ist da. Ja. Kommt vom Einkaufen. Chef-Einkäufer, Uwe ist da. Ja. Ja. Ich habe mich gerade mit unseren Schätzeleins wieder hingesetzt. Aha. Habt ihr schon wieder gesessen? Jetzt gerade haben wir uns hingesetzt, ja. Aha. Ich habe da noch Zwiebeln übrig, Schatz. Willst, du die, willst du die mit rein bei dir da? In deine Kartoffeln? Klar. Ja.
Dann schneide ich die auch gleich noch. So. Aber erstmal zeigen, was du für das geholt hast. Oder willst du erstmal Luft holen, Maus? Hol erstmal Luft. Ja, was ist nur wichtig? Ja. Luft holen. Die hole ich dabei. Nein, Kira, für dich ist da bestimmt nichts bei. Nee. Diesmal nicht. Willst du auf den Tisch? Ja, um zu zeigen? Ja, kann man da zeigen. Die drei Kleinigkeiten, die wir brauchten. Für Uwe Brot. Für uns brauchten wir Brot. Angeleckt ist deins, oder was? Ein zweites. Fürs WE. Und Schinken. Hinterschinken. Kochhinterschinken. Aha, 5% Rabatt. Hast du eine Rabattaktion wieder, ja? Ja. Aha. Aber es ist ja auch ein... Naja, Kettbeiner ist ein Schweineladen. Lidl, Netto kennst du nicht mehr wieder. Echt? Die haben ja umgebaut bei uns. Aber richtig. Ehrlich? Geil. Echt? Irre. Gut Zeit, dass ich auch wieder... So Lidl, so irgendwie ähnlich wie Lidl. Aha. Ah, schön groß, übersichtlich alles. Naja, mal sehen, ob auch die Ware so ist. Ne? Der Uwe hat nämlich letztens Schinken geholt, also rohen Schinken, der ja eigentlich ziemlich lange haltbar ist. Und der war wieder fast am Ablaufen. Also, was hast du geholt? Jagdwurst von Hofmeier. Und dann hast du geholt Geflügelgutsherrenbrü, oh, Wurstpastete. Ja, dann, na, für die Susi, oh, ich liebe ihn. Wobei der Uwe natürlich auch, ja, aber Uwe ist eher so Wurst, Team Wurst, ich bin Team Käse, Limburger. Wieso schon alle Wurst? Zweimal jungen Gouda. Und viermal Haarmilch, 1,5% Fett. Hier sind die zweiten, also die vierten. Und ein Messgerät. Nee, das ist meiner, den hab ich schon. Ach komm, jetzt müssen wir das zeigen, hast du aus der Tasche geholt. Hier sind die Nase. Also, nö, angeleckt ist ihr. Oh, ich hab ja alles mehr. Die Maus. So, das war's. Ich weiß, warum ich die nicht mehr runternehme in den Keller. Das war. Ja, hört mir ja nicht mehr. Oder Uwe, hast du noch irgendwas in deiner Zaubertasche? Nein. Nein. Also hat bei euch das ja gesagt, dass es nur Kleinigkeiten sind, die wir noch brauchten. Irgendwie sieht hier so leicht rosa aus. Kann das sein? Ja, das geht weiter. Schwein im Weltall, sag doch. Ja. Okay. Der Uwe ist schon wieder hier am was abmessen. Ja. Warum? Weil ich was vorhabe. Kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Muss erst mal sehen, ob das klappt. Hm. Kira. Das ist mein Obst. Die Kira will immer mein Obst klauen. Bist du ein vegetarischer Hund oder so ein veganer Hund? Oder was bist du? Zwei. Hä? Meine Süße. Ja, ich musste mir jetzt noch schnell die Haare waschen. Damit ich das auch von meiner Agenda weg habe. Und ja, das musste gerade Uwe halt ins Bad. Und dann kann ich gleich weitermachen. Aber ihr seht, kann ich euch direkt zeigen, dieser Headband, dieser Turban, funktioniert auch wunderbar. Ja, www.babu.shop wartet, wo ich das her habe. Ich verlinke es euch einfach unten mal in der Videobeschreibung nochmal. Nicht Musi? Jo. Meine kleine Mausemaus. Kira guckt und hat die auf den Kopf. Was ist das denn, Kira? Ich wollte es euch einfangen. Geht nicht. Der Uwe ist wieder da. Jetzt kann ich weitermachen. Genau. Ablösung. Ja, schnell föhnen. Was isst denn du schon wieder? Nichts. Für nichts kaust du aber gut. Ja, ich kauf meine Zunge. Ja.
zeigt er. Nee, die Feuer war richtig. Nein, nein, nein. Nüsse oder irgendwas, ne? Nee. Auf meine Zunge. Ja, ja. Ich kann schweigen. Ob ihr das kennt, weiß ich nicht, aber ich kann das. Mira, sieht schick aus. Ja, langweilig. Ja, langweilig. Langweilig schick, wa? So, aber ich möchte mir jetzt mein Turban abnehmen, weil es ja so eine Mikrofaser ist und dann ist mir das nachher zu trocken. Ja, das geht ja okay zucki damit. Genau, wir sehen uns nachher wieder. Ich hab gerade losgequatscht und die Kamera war ja nie an. Und du schmeißt dich hier weg. Wem was auffällt, sagt mir. Ja, also ich fühle mich jetzt wieder ein bisschen wohler. Ja, ich habe was zu essen auf dem Tisch. Genau, hier. Meine Heringe. Und Uwes Moppelkotze. Ja. Ja. Ja, aber das ist durch die Zwiebeln, Schatz. Ja, ich glaube, die Zwiebeln auch ziemlich ernst zu lassen. Und die Kira kriegt ein Würstchen, was ich hier habe. So, Mausi. Bitteschön. So, sind alle glücklich. Dann wünsche ich guten Appetit, mein Schatz. Ja. Auch. Und falls einer von euch auch gerade isst, euch auch guten Appetit. Ja. Und nicht schmatzen. Es sieht schon anders aus, ne? Wie als wenn Sven macht mir die immer so platt, die Haare. Mhm. Und ich muss mir die immer so hoch machen. Genau. Aber jetzt will ich essen, bevor ich wieder weiter quatsche und von Tausendstel ins. Nee, von Hundertstel ins Tausendstel komme. Manchmal denke ich, oh, mir fehlt eine Hirnwindung, kann das sein? Ja, immer rednerisch. Und der Spuk ist vorbei. Das geht immer so schnell, ne, mein Liebling? Ja. Das Essen geht schnell, aber die Vorbereitung, das dauert immer so lange. Aber dieses Mal brauchte ich nichts machen. Ja, ein bisschen hast du gemacht. Ja. Dein Ei hast du gebraten, während ich mir die Haare gemacht habe. Ja. Eier, ich habe zwei gegessen. Und ein Gesicht gemalt habe. Ja, schickt sich so wieder aus. Vielen Dank, das war jetzt aber nicht Fishing for Compliments. Hier, was passiert hier? Was guckst du dir an? Fräuleinchen? Hast du gerade den Schalk im Nacken, ja? Ja, der kommt davon. Du bellst nur einmal und immer, nicht? Oh, ein kleiner Fressraub. Bälle doch mal lieber, das war runter hier, Gassi. Ja. Da hat er angebracht. Ja. Nee, da ziehst du denn. Gehst du schnell in die Falle wieder rein. Und tust du, als wenn du weißt, wie fest schläfst. Ich weiß nicht, ob ihr gerade die Meise gesehen habt. Hier ist nämlich Meisenkino. Psst. Nein. Du hast dir das schon angeguckt. Du hast dir das doch alles schon angeguckt. Na. Was ist los? Hä? Ja. Du kleines Schnickschnack. Was guckst du denn, ne? Was guckst du denn? Wo ist die Schneiderzunge? Ja, nein. Ich habe keinen Bock auf Hundekuss. Ich habe heute Morgen Hundekuss gehabt. Ja. Die hat mich wieder sehr unsanft geweckt. Ja. Waschprogramm gemacht. Ja, erstmal besprungen, ne? Ja. Wenn man schläft und dann springt da so ein 10-Kilo Hund auf dich, das merkst du aber. Der springt richtig ruf. Als wäre ein Kissen, ey. Ja. Ja, und dann kommt das Waschprogramm. Ja, krieg Hundeküsse ohne Ende erstmal. Ja. Bis ich sie dann abgeschüttelt habe. Das dauert. So, die Familie ist wieder im Wohnzimmer. Ja. Kira ist am Knabbern immer noch. Und wir haben gesagt,
Der Fisch muss schwimmen. Ja. Wir gönnen uns heute mal ein Bierchen. Feier des Tages. Ja. Aber wir wissen ja nicht, was wir feiern, aber wir feiern. Genau. Also ich trinke ja eher einen Radler, ne? Ja. Uwe trinkt immer den Rest dann vom Bier. Was heißt immer? Das hört sich schon wieder so an, als wären wir voll so die Saufschrauben hier. Aber manchmal hast du einfach so Lust drauf. So. Ja, mal was Frisches zwischen den Zähnen. Ja, darfst du ja keinem sagen, wie lange wir unsere Bierflaschen schon hier haben. Nee. Also wie lange das halt einfach hält, ne, bei uns. Aber gut. Das. Weil diese kleinen Clips erwecken einfach einen falschen Eindruck. Das ist ja. Genau. Wir machen uns jetzt gemütlich hier und Uwe geht gleich nochmal, glaube ich, am PC, oder? Ja, ich gehe nochmal am PC. Ja. Ich habe eben schon. Zocken. Ja. Ich habe eben schon die Clips, die hier drauf sind, drüber gezogen und ja, dann ist es auch schon fertig und ich denke, ich werde heute Abend dann schneiden oder so. Ja. Mal gucken. Ist kein Schnee angelaufen. Ist schon geschnitten, meinst du? Nee. Zum Glück. So was werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen hier. Weißt du doch nicht. Na gut. Denn Prost, Schatz. Prost. Oh, ich liebe Radler. Weiberbier. Ich liebe das einfach.
Thema.